zusammen, ich muss euch unbedingt etwas berichten. Und zwar, die neue Catrice LE ist endlich da. Und ich bin so begeistert, ey, das ist unglaublich. Das musste ich euch unbedingt mitteilen, denn ihr könnt jetzt losstürmen und euch die neue LE holen. Ich bin beinahe dran vorbeigelaufen, wenn mein Freund nicht gesagt hätte, ist das nicht die LE, die du schon so lange haben willst? Mein Freund weiß, ja, was LEs sind, dann auch erst durch mich. Und komischerweise achtet er in Zukunft oder jetzt auch mehr drauf irgendwie. Ja, und ich konnte nicht mich entscheiden, für welche Palette ich mich jetzt entscheide. Und demnach habe ich mich für alle entschieden. Ich finde für den Preis 6,99 € ist echt günstig. Man kriegt 6 Lidschatten, 2 Blushes, ein Kajal und ein Applikator ist da dran. Ich zeige sie euch mal der Reihe nach. Also fangen wir mal an mit Berlin. So sieht Berlin aus. Wundervolle Verpackung, ist auch recht groß, ihr seht. Hinten drauf ist kurze Berlin-Beschreibung. Dann nochmal, wie man das schminken könnte, ein Beispiel. Wie gesagt, von vorne sehr schön in dieser Lackoptik. Und zum Öffnen hat es hier diese Schlaufe. Öffnet sich vorne auch nochmal das Bild. Und dann ist da ja, die Palette. Die wundervolle Palette. Ich habe... ja, sie noch nicht ausprobiert. Ich habe mich noch nicht getraut. Ich finde sie so schön. Ich muss sie erstmal noch anschauen. Ich traue mich da noch nicht so wirklich rein zu ditchen, sage ich jetzt mal wirklich. Ich glaube, ihr versteht das. Ich zeige es euch mal von nah an. Es sind wundervolle Farben. Diese Palette hat mehr einen rosigeren, matten Blush und einen bronzigen Blush. Ich denke, man könnte die aber auch kombinieren. Dann hat man mit dem Glitzy so ein bisschen Highlighter. Ich gehe jetzt mal rein. Aber ich glaube, mit den Swatches wird das etwas schwierig, weil mein Licht ist nicht mehr so gut. Und ist aber sehr schön. Ist so ein rosa Korall. Ist so eine Mischung aus rosa und Korall. Ich kann euch gerne nochmal, also ich habe schon auf meinem Blog, habe ich sie schon oben. Swatches kommen noch. Ich wollte die da zeigen, weil hier mit dem Licht, das wird halt ist nicht so. Ich kann nochmal gucken. Also Kudamm. Die sind sehr, 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 sehr schön pigmentiert. Wie immer von Catrice. Das ist so ein richtig schönes, ja, so ein lila-grau, würde ich jetzt so sagen. So ein taub-lila-grau und hat dann viele noch die Brauntöne. Das ist auch jetzt hier, in der Kamera sieht es braun aus, ist aber mehr so ein braun-rosé. Und da unten ist so ein ganz leichtes Rosé. Und oben sind noch 2 grau-blaue Töne. Der ist ein bisschen bläulicher, der ein Tick grünlicher. Also wirklich, wirklich, wirklich toll. Und dann hat es hier unten, wie gesagt, einen schwarzen Kajal. Und hier dieses kleine Applikatorchen. Ich finde die echt traumhaft schön. Und ich freue mich schon wirklich damit, Make-ups zu zaubern. Und ich denke mal, ich werde auch zu jeder Palette ein Make-up machen. Und das hier nochmal auf meinem Kanal hochladen. Wenn, dann seht ihr auch, wie die ausfallen. So, dann zeige ich euch, das hier ist London. London, Baby. London ist ja immer meine Favoritenstadt. Ich liebe London über alles. Und deswegen musste ich die auf jeden Fall haben. Allein schon, weil ich sie mir hinstellen möchte. Die hat sehr viel bläuliche und einen gelblichen Ton dabei. Die Blushes, auch wieder ein nicht so stark glänzender und ein etwas mehr schimmernder. Es gehen... ins lila-stichige rein, in Magenta. Das ist so nicht so korallig wie das andere, sondern ein Tick rosa-stichiger. Oben hat es, also der ist auf jeden Fall matt. Das ist so ein mattes Mintgrün. Daneben ein schimmriges Blau, dunkelblau. Flieder und daneben seht ihr, das ist auch so ähnlich wie der, nicht ganz so... fliedermäßig, er ist noch mehr taub und mehr gräulich. Dann grau mit Glitzy und daneben ist ein, ich würde mal sagen, hellgelb-grüner. Also der ist bestimmt richtig schön für Highlighten. Ja, und auch hier suche ich mir jetzt eine Farbe mal aus und swatch sie euch. Und ey, es ist so geil. Ist das geil, Leute? Ist das geil? Das ist geil. Einfach nur cool. Wie gesagt, Swatches packe ich euch nochmal auf meinen Blog.
Link findet ihr in der Infobox, immer mal draufschauen. Ich weiß nicht, ob ich das Wochenende schon schaffe, weil wie gesagt, das Licht ist jetzt schon ziemlich dunkel und ich glaube, ich werde es eher morgen am Tage machen, dann habt ihr einen besseren Blick für die Farbechtheit. Ja, Sydney. Ich finde ja mal sehr interessant, dass mal nicht Paris genommen wurde, sondern mal eine Stadt, die man nicht so oft sieht, und zwar Sydney. Ist auch eine sehr, sehr schöne Palette. Hat sehr, sehr kräftig korallige Blushes, muss ich sagen. Also, aber finde ich echt sehr, sehr schön. Hier, das ist einer der Blushes. Und die hat sich halt spezialisiert auf lila Töne und auf Brauntöne. Das heißt, hier findet ihr auf jeden Fall einen auberginenfarbenen Ton. Darüber ist ein etwas gräulicherer Auberginenton und unten etwas hellerer. Und daneben halt, ich würde mal sagen, das ist schon also ein matter Braun. Also es ist fast immer ein matter auf jeden Fall dabei. Oben ein glänzender Braunton und unten das ist so ein graubeige, würde ich jetzt sagen dazu. Graubeige. Ich nehme nochmal hier oben den, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, sie haben immer passend zu der Stadt hier die Namensgebung gegeben. Es ist dann hier in Sydney zum Beispiel das Opera House, Sydney Aquarium, Town Hall, Harbour Bridge. Also die bekanntesten Wahrzeichen sind halt damit benannt. Und hier zeige ich euch nochmal den lila Ton. Auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Ja. Und als letztes gibt es die New York. New York Palette in Blau. Und New York hat, ist auch immer schön, hier ist so eine Folie drüber, damit die nicht kaputt gehen. Ist auch wieder korallig. Ich finde, die sind sehr, sehr ähnlich der Berlin Palette. Die sind vielleicht ein Tick mehr noch Magenta mit drin, würde ich sagen. Oben Ton geht ein bisschen mehr in das Aubergine rein. Hat zwei lila Töne. Die sind wirklich lila, nicht so taupe und auch nicht mehr pink. Also ich fand jetzt aus der Sydney waren die sehr, sehr pinky. Und die sind sehr lila, die sind wirklich reines Lila. Einmal ein mattes und einmal ein etwas ein schimmerndes. Das Matte ist aber auch nicht Heidi Plum. Heidi Plum ist noch viel, viel dunkler dagegen, wenn ihr das kennt. Ja, dann einmal ein Mintgrün. Schimmer, Mintgrün. Und daneben ein Blau. Ich glaube auch, dass sie richtig toll sind, wenn man sie echt kombiniert untereinander. Weil ich habe jetzt, es sind ähnliche Farben, aber es sind nicht immer dieselben Farben. Und ein Hellblau und dann nochmal ein Blaugrau. Ja. Und auch da kann ich euch gerne mal eine Farbe swatchen. Wie gesagt, jetzt alle könnt ihr dann auf meinem Blog sehen. Ja, auch richtig, 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 richtig schön. Also ich freue mich richtig darauf, mit diesen tollen Lidschattenpaletten mir so richtige Ausgeh-Outfit-Make-ups zu zaubern. Und wie gesagt, ich denke mal, ich werde da Videos draus machen für euch. Dann könnt ihr sehen, wie die Paletten so kombiniert werden. Und ja, es gab eine Nagellacke noch dazu. Zu jeder Stadt gibt es eine passende Farbe. Und zwar immer die Farbe, die auch womit dieses Verpackungsdesign ist. Ich muss sagen, diese Nagellacke haben mich noch nicht so wirklich angesprochen. Das ist halt ein mattes Blau-Grau. Fand ich jetzt ein bisschen langweilig. Das war auch so ein sehr mattes Auberginenton. Wenn er ein bisschen Schimmer gehabt hätte, würde ich den sagen, finde ich den ganz schön. Aber bis jetzt so, ich weiß noch nicht. Und das ist dann halt wirklich dieses ganz krasse hellgrün-gelb. Und das finde ich ganz schwierig zu tragen. Also das würde auf meinen Nägeln, glaube ich, komisch aussehen. Also ich bin noch am Überlegen, ob ich wirklich mir die Nagellacke hole. Also auf jeden Fall würde mich, wenn der aus der Berlin LE interessieren, weil der ist wirklich so wie hier diese Farbe und das finde ich eigentlich jetzt für den Herbst gar nicht so schlecht. Aber meine Schwester hat sich den geholt, ich werde den einfach bei ihr mal ausprobieren und dann werde ich mich entscheiden, ob ich ihn mir hole oder nicht hole. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleines Catrice LE Video. Geht schnell husch husch in eure DMs, in eure Karstadt, ihr Platz, Butnikoski, wo auch immer ihr Catrice findet und sammelt euch eure Big City Lives. Die sind wirklich, wirklich, wirklich toll. Und wie gesagt, 6,99 finde ich geschenkt. Ist
echt geschenkt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Becky.